Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Thema 10 Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Ich weiß, ich mache ja schon ein bisschen länger jetzt YouTube, aber so ein Video oder so ein 10 Fakten-Ding und so weiter habe ich einfach bisher noch nie gemacht. Und deswegen machen wir das heute. Let's go! Fakt Nummer 1. Ich höre eigentlich kaum Hip-Hop-Musik, wenn dann nur, wenn ich irgendwie Kurse habe, Hip-Hop-Tanzkurse oder irgendwie Breake und Shows habe. Aber in meiner Freizeit höre ich tatsächlich fast nur Metalcore. Und ich werde im nächsten Playlist-Video machen, da werdet ihr so mehr einen Einblick kriegen, was ich eigentlich für Musik höre, deswegen später mehr dazu. Ich habe damals, das ist jetzt ungefähr 4-5 Jahre, ach Quatsch, das ist noch länger her. Ich glaube, ich war so 18, 19 oder so. Da habe ich gerade mal 65 Kilo gewogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute, gut, ihr seht jetzt gerade nicht so viel, aber ihr kennt andere Videos von mir. Und da bin ich ja nicht ganz so skinny. Früher sah das ein bisschen anders aus. Dazu seht ihr auch mehr in einem Rückblickvideo, warum ich mit Fitness angefangen habe. Fakt Nummer 3. Ich habe das immer sehr, sehr geheim gehalten eigentlich. Wer mich schon länger auf YouTube verfolgt oder die alten Videos gesehen hat, der hat es wahrscheinlich gecheckt. Ich habe 10 Jahre lang geraucht tatsächlich, bis ich dann jetzt vor kurzem erst sogar aufgehört habe und bin auf Dampfen umgestiegen. Und es hat eigentlich von jetzt auf gleich sogar funktioniert. Fürs Dampfen kommt auch demnächst noch ein Video online. Es kommt zu jedem irgendwie ein Video online. Naja, auf jeden Fall mehr zu dem Thema demnächst. Ein ziemlich komischer Fakt, ich habe eigentlich kein Hungergefühl. Andere kennen das ja, die haben irgendwie ständig irgendwie Hunger oder so Bauchkrummeln. Ich habe das nicht irgendwie. Das Einzige, woran ich dann merke, wenn ich Hunger bekomme, ist, dass ich müder werde irgendwie. Ich bin irgendwie müder, kaputter und merke so, wie mein Körper wie in so einen Energiesparmodus reingeht. Und daran merke ich dann, ich muss was essen. Ich glaube definitiv an Bestimmung und an Schicksal. Wenn man rückblickend sein Leben betrachtet, dann kann man so die Punkte irgendwo verbinden und weiß dann genau, warum man an dem jetzigen Punkt ist, wo man gerade ist. Vielleicht könnt ihr das mal für euch zu Hause ausprobieren. Und aus dem Grund glaube ich auf jeden Fall ein bisschen an Bestimmung und Schicksal. Ich glaube, dass man mit sehr, sehr starker Willenskraft das Schicksal beeinflussen kann und auch seine Zukunft und sein Schicksal ändern kann. Aber es gibt auf jeden Fall so irgendwie so eine höhere Macht für mich, die dafür sorgt, dass alles richtig läuft und am Ende hoffentlich gut wird. Ja, meine Lebensmotivation war eigentlich immer Liebe. Ich habe immer nach der richtigen Partnerin für mich gesucht. Ich hatte so den Traum, mit meinem jetzigen Alter eigentlich schon an einem ganz, ganz anderen Punkt zu sein. Leider ist rückwärts betrachtet jetzt in der Vergangenheit alles ein bisschen anders gekommen. Aber Arbeit ist tatsächlich nicht nur das Wichtigste für mich, wie es vielleicht viele glauben da draußen. Ja, aber nächste Fakt über mich. Schule, Ausbildung und Studium war bei mir eigentlich immer nur Nebensache. Ich habe das so nebenbei gemacht, weil ich irgendwie dachte, man muss es machen. Aber letzten Endes habe ich damit in meinem Leben nicht wirklich viel angefangen. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, was ich eigentlich so mache in meinem Leben, jobtechnisch und so, wenn ihr da noch gar keinen Plan habt, keine Vorstellung, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dann beantworte ich das auf jeden Fall im nächsten Video. Nächster Fakt ist ganz witzig. Auf den anderen Fakt zurückschließend eigentlich, daraus resultiert das Ganze so ein bisschen. Ich habe noch nie in meinem Leben Hausaufgaben gemacht. Einfach noch nie. Es gibt so eine Story. Erster Tag Hausaufgabe in der Schule und ich kam nach Hause, erste Klasse, und sollte eine Schultüte, war so eine Schultüte auf dem Blatt, und ich sollte ausmalen, was in meiner Schultüte drin war. Und schon das habe ich nicht gemacht. Ich hatte da keinen Bock, habe mich heulend unter den Küchentisch gesetzt und habe das einfach nicht gemacht. Ja, ich gucke überhaupt gar kein Fernsehen. Null. Ich hasse es. Ich finde es so langweilig, so schlimm. Ich gucke auch keine Nachrichten. Ich denke, dass die wichtigen Dinge, die man erfahren muss, die erfährt man sowieso irgendwie. Und deswegen gucke ich kein Fernsehen. Ja, und der letzte Punkt. Ich habe so ziemlich jede Sportart mal in meinem Leben ausprobiert, aber ich hasse Fußball. Ich weiß nicht warum, aber Fußball ist so, boah, ich finde es einfach mega langweilig. Ich habe das mal auch mal ein bisschen gespielt, freizeitmäßig, mal so ein Fußballcamp sogar besucht, aber ich habe das irgendwie echt gehasst. Heutzutage ist es mehr, glaube ich, weil EM, WM und sowas mehr so ein Anlass ist zum Saufen für die Menschen und ich das deswegen, glaube ich, sehr, sehr negativ behafte. Aber dennoch mochte ich auch vorher in meinem Leben keinen Fußball. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren über mich selber persönlich. Ich habe ein bisschen was Persönliches preisgegeben heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben und tippt mal kräftig in die Kommentare, was ihr das nächste Mal wissen wollt über mich. Vielleicht können wir so ein Format öfter machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.